Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve von einer einfachen ohmsch-kapazitiven Schaltung konstruieren kann. Als Beispiel dafür nehme ich ein wirklich sehr einfaches Beispiel, ein Widerstand R und eine Kapazität C in Reihe. Und für die Impedanz der Kapazität schreibe ich gleich mal hin, das ist 1 durch J Omega C. Und von dieser Schaltung möchte ich jetzt eben aus Sicht der beiden Klemmen die Impedanz- und Admittanz-Ortskurve konstruieren. Ich fange mal für den Fall an, dass dieser Widerstand hier veränderlich ist und zeichne das hier drüben hin. Das soll werden die Impedanz-Ortskurve Z von R. Und weil das ja eine ohmsch-kapazitive Schaltung ist, brauche ich hierfür jetzt nur den vierten Quadranten der gaußschen Zahlenebene, also das ist die imaginäre Achse, die zeigt natürlich nach oben und das ist die reelle Achse, die zeigt in diese Richtung und ich brauche jetzt nur diesen vierten Quadranten hier und genauso brauche ich, wenn ich die Admittanz-Ortskurve konstruieren möchte, brauche ich dafür nur den ersten Quadranten mit positivem Realteil und positiven Imaginärteil für das Y von R für die Admittanz-Ortskurve dieser Schaltung. So, und ich fange mal an mit dem Teil, der sich hier nicht verändert, mit dem Zeiger der Impedanz der Kapazität 1 durch J kann man ja auch schreiben als minus J oder als E hoch J minus 90 Grad. Das zeigt nach unten und das ist einfach ein konstanter Zeiger, der hier in diese Richtung zeigt. Das ist das ZC. Und zu dem ZC in Reihe ist jetzt dieser Widerstand. Und jetzt könnte ich praktisch ganz viele verschiedene Zeiger zeichnen, je nachdem, wie groß dieser Widerstand ist. Wenn der Widerstand sehr klein ist, wäre es ein kurzer Zeiger. Und je größer dieser Widerstand wird, umso größer wird der Zeiger hier. Und genau das ist ja auch die Idee einer Ortskurve, alle Spitzen der möglichen Zeiger miteinander zu verbinden. Die bilden dann diese Ortskurve. Und die zeigt dann in diese Richtung, das R wächst in die Richtung. Hier hinten ist die Stelle, wo das R gegen unendlich geht. Hier vorne ist die Stelle, wo das R 0 ist. Und das ist dann schon die fertige Admittanz-Ortskurve Z von R von dieser Schaltung. Und was kann man jetzt mit so einer Ortskurve machen? Man kann an solcher Ortskurve sehr schön das Verhalten der Schaltung ablesen. Also wenn der Widerstand mal sehr klein ist, dann wirkt er praktisch wie ein Kurzschluss. Dann haben wir nur diese Kapazität, das sieht man hier auch. Dann verhält sich die Schaltung rein kapazitiv. Und je größer, umso größer dieser Widerstand wird, umso größer wird natürlich betragsmäßig auch die Impedanz. Immer der Abstand vom Koordinatenursprung zu jedem Punkt auf die Ortskurve, bis die Impedanz dann schließlich gegen unendlich geht, wenn dieser Widerstand unendlich groß wird. Und der Phasenwinkel, der Winkel von hier am Anfang beträgt ja eben minus 90 Grad, weil dann wir nur diese 1 durch J haben, die Phasenverschiebung von der Kapazität. Und wenn wir diese Ortskurve langfahren, dann wird der Winkel eben immer kleiner und geht gegen 0 Grad. Genauso wie man das für einen solchen Widerstand erwarten würde. Okay, jetzt können wir als nächstes aus dieser Impedanz-Ortskurve die Admittanz-Ortskurve bestimmen. Und die ergibt sich ja rein formell aus 1 durch Z von R. Das Reziproke der Impedanz ergibt die Admittanz und das hier nennt man auch eine Inversion. Und die könnte man jetzt rechnerisch machen. Die Idee von einer solchen Ortskurve ist ja gerade das jetzt grafisch zu erledigen. Dafür braucht man den zweiten Inversionssatz, der sagt, aus einer, halt hier, aus einer Gerade oder einer in dem Fall Halbgerade, weil die geht ja nicht mehr weiter in diese Richtung, wird ein Kreis oder Halbkreis. Also aus einer Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft, wird ein Kreis oder Halbkreis, der durch den Koordinatenursprung läuft. Und der Koordinatenursprung hier unten ist hier. Also da muss der Kreis schon mal durchlaufen. Das kann man sich überlegen, das ist genau der Punkt, wenn es hier oben gegen unendlich geht, 1 durch was sehr Großes wird was sehr Kleines, das hier unten ist die Stelle, wo das R gegen unendlich läuft. Und jetzt stellt sich wieder die Frage, wo liegt ansonsten dieser Kreis, Halbkreis hier
in der gaußschen Zahlenebene. Dazu hilft es sich noch, diesen zweiten Punkt hier zu nehmen und einfach diesen Punkt zu invertieren. Der hat ja einen Phasenwinkel von minus 90 Grad und dementsprechend hat er invertiert 1 durch minus 90 Grad, plus 90 Grad. Dann landen wir hier oben irgendwo und der Zeiger, der hier hin zeigt, zeichne ich mal auf diese Seite ein, das wäre einfach die Admittanz dieser Kapazität. Und ja, jetzt sind schon zwei Punkte von dem Kreis oder dem Halbkreis festgelegt. So viele Möglichkeiten gibt es gar nicht mehr, wie der hier liegen kann. Man kann sich jetzt noch überlegen, ne, wenn ich hier diese Ortskurve langlaufe, die wird betragsmäßig immer größer. 1 durch was Größeres muss das immer kleiner werden betragsmäßig. Und hier starte ich bei minus 90 Grad Phasenwinkel. Der Phasenwinkel geht, wenn ich hier langlaufe, geht der gegen 0. Also muss ich hier mit plus 90 Grad starten und dann muss der Winkel auch immer kleiner werden, auch gegen 0 gehen. Und wenn der Winkel kleiner wird und gleichzeitig der Betrag kleiner wird, dann ergibt sich daraus eben dieser Halbkreis, diese Ortskurve. Das hier oben ist die Stelle, wo das R gleich 0 ist und das R wächst eben in diese Richtung. Und jetzt kann man sich auch wieder aus dieser Admittanz-Ortskurve überlegen, bildet die das Verhalten dieser Schaltung ab? Ja, macht sie. Wenn ich einen ganz kleinen Widerstand habe, dann wirkt nur die Kapazität, dann habe ich nur die Admittanz dieser Kapazität und je größer der Widerstand wird, umso kleiner wird der Leitwert der Schaltung, weil desto weniger Strom kann ja durchfließen, wenn der Widerstand immer größer wird und der Phasenwinkel geht dann eben von den 90 Grad gegen 0, weil irgendwann der Widerstand einfach gewinnt gegenüber dieser Kapazität. So, und das, was man jetzt noch aus so einer Ortskurve ziemlich nett immer ablesen kann, sind irgendwelche Beträge oder Winkel, einfach weil es so ein grafisches Verfahren ist. Man sieht ja zum Beispiel, dass die Admittanz, wenn ich jetzt nur den Realteil nehme, nur diesen Abstand hier, dann hat ja hier in der Mitte so ein Maximum, da wo der Kreis am dicksten ist, da hat diese Schaltung den größten Wirkleitwert. Also bei wenn der Widerstand sehr klein ist, wirkt nur der Blindleitwert. Wenn der Widerstand sehr groß ist, dann gewinnt der Widerstand, aber dann ist der, kann der Leitwert der Schaltung trotzdem nicht sehr groß sein. Aber hier ne, so da so zwischen gibt es so ein Maximum, wo der Wirkleitwert am größten ist, genau hier. Und jetzt könnte man sich fragen, na, was müsste denn bei dieser Stelle hier, wo wir hier dieses Maximum haben, was müsste da zwischen Widerstand und Kapazität und Kreisfrequenz und so gelten? Und das lässt sich grafisch relativ einfach rausfinden, weil dieser Winkel hier natürlich 45 Grad sind bei dem Widerstand, wo das so gilt. Und die plus 45 Grad dort unten ergeben natürlich invertiert minus 45 Grad hier oben. Und dann muss ja diese Länge hier genauso groß sein wie diese Länge hier. Also der Punkt, wo das so ist, da ist der Widerstand R genauso groß wie 1 durch Omega C. Ja, da muss der Widerstand und diese Impedanz betragsmäßig genau gleich groß sein. Und das ist zum Beispiel was, wenn man das jetzt ausrechnen wollen würde, wo dieser Realteil hier ein Maximum hat, wäre das schon ziemlich knifflig. Grafisch kriegt man sowas aus Ortskurven ziemlich gut und schnell raus. Okay, das, was ich als zweites zeigen möchte, ist, wie sieht es mit dieser Ortskurve aus für den Fall, dass sich die Kreisfrequenz Omega ändert? Und dazu zeichne ich jetzt hier drüben praktisch genau das Gleiche. Nochmal eine Ortskurve oder eine gaußsche Zahlenebene und von der nur, wie schon besprochen, den vierten Quadranten für die Impedanz Z von Omega und hier unten nochmal eine gaußsche Zahlenebene für eine zweite Ortskurve für die Admittanz der Schaltung Y von Omega. Das ist natürlich die reelle Achse und die reelle Achse, das ist die imaginäre Achse und das ist immer noch die imaginäre Achse. So, und jetzt fangen wir wieder an mit dem Bauelement, was jetzt hier konstant bleibt, nämlich mit dem Widerstand. Der Zeiger von dem Widerstand zeigt einfach auf der reellen Achse in diese Richtung. Ich male den mal hier so bis zur Mitte. Das ist der Zeiger von dem Widerstand R. Und dazu in Reihe ist jetzt der Zeiger der Impedanz dieser Kapazität.
1 durch j ergibt minus j, deswegen zeigt das ja hier nach unten. Ja, und 1 durch Omega c, je nachdem wie groß jetzt eben das Omega ist, ergibt sich ein unterschiedlich langer Zeiger. Und jetzt verbinden wir wieder alle Zeigerspitzen miteinander und genau das ergibt die Ortskurve. Also eine Linie, die hier nach unten zeigt. Und jetzt ist das so ein bisschen anders, als wenn das eine Induktivität wäre, weil hier steht ja 1 durch Omega. Wenn Omega ganz klein ist, dann ergibt das was ganz Großes. Also ist hier unten die Stelle, die, wo Omega gegen 0 geht. Und hier oben, das ist die Stelle, wo Omega gegen unendlich geht, weil 1 durch was ganz Großes ergibt was ganz Kleines. Das heißt, dass Omega in dieser Ortskurve wächst in diese Richtung. Und letztendlich ist das jetzt aber auch schon die fertige Impedanzortskurve dieser Schaltung in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz Omega. Man kann da wieder wunderbar das Verhalten der Schaltung ablesen. Ja, wenn die Kreisfrequenz ganz groß ist hier, dann wirkt diese Kapazität ja wie ein Kurzschluss. Dann bleibt nur der Anteil des Widerstandes über. Wenn die Frequenz ganz klein wird, dann wirkt die Kapazität immer mehr wie ein Leerlauf, wie ein kapazitiver Leerlauf. Dann wird die Impedanz größer und größer und größer. Und der Phasenwinkel geht eben von 0 Grad zu minus 90 Grad. Okay, letzter Schritt, den man jetzt hier machen kann. Wir können aus dieser Impedanzortskurve wieder die Admittanzortskurve konstruieren mit der gleichen Inversionsregel, die hier drüben steht. Aus einer Gerade, beziehungsweise in dem Fall Halbgerade, die nicht durch den Koordinatenursprung geht, wird ein Kreis, beziehungsweise in dem Fall ein Halbkreis durch den Koordinatenursprung. Das heißt, der muss schon mal hier liegen. Und um jetzt die genaue Lage des Kreises rauszubekommen, ist es wieder nicht verkehrt, sich einen zweiten Punkt zu suchen, nämlich diesen hier. Der liegt ja auf der reellen Achse mit einem Phasenwinkel von 0. Der invertiert muss auch auf der reellen Achse liegen mit einem Phasenwinkel von 0. Das ist ja genau die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. Das hier vorne ist die Stelle, wo das Omega gegen 0 geht. Ja, weil hier wird das ja sehr groß. 1 durch was Großes ergibt wieder was Kleines. Das ist die Stelle, wo das Omega gegen 0 geht. Und ja, der Zeiger, der hier hin zeigt, das wäre der Zeiger des entsprechenden Leitwertes von diesem Widerstand. Und ja, das kann ich mir hier wieder überlegen, wenn ich hier diese Ortskurve langlaufe, das wird betragsmäßig immer größer, 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 größer. Das heißt, das muss hier immer, wenn ich von hier laufe, immer kleiner, 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 kleiner werden, geht eben zum Koordinatenursprung. Und der Phasenwinkel hier geht gegen minus unendlich, startet bei 0, das heißt, ich muss hier bei 0 starten und zu plus unendlich gehen. Und deshalb also ein Phasenwinkel, der sich von 0 zu 90 Grad ändert mit jeweils kleiner werdendem Betrag, ergibt genau diesen Halbkreis für die Admittanz-Ortskurve dieser Schaltung in Abhängigkeit der Kreisfrequenz Omega, die in diese Richtung wächst. Und auch hier könnte man sich wieder überlegen, zum Beispiel, wenn mich dieses Maximum hier interessiert, wo wird der Imaginärteil maximal? Das wäre diese Stelle, das wäre auch wieder die Stelle, wo ich hier einen Phasenwinkel von 45 Grad habe. Das ergibt hier oben invertiert genau einen Phasenwinkel von minus 45 Grad. Und da muss ja diese Strecke genauso groß sein wie diese Strecke hier. Das wäre also auch wieder die Stelle, wo r gleich 1 durch Omega c ist. Oder wenn ich das vielleicht mal ein bisschen passender in Richtung der Kreisfrequenz umstelle, steht da Omega ist 1 durch rc. Also bei dieser Kreisfrequenz, wo die Kreisfrequenz 1 durch rc ist, da hätte zum Beispiel diese Admittanzortskurve einen maximalen Imaginärteil. Und das ist auch wieder was, wenn man das ausrechnen wollen würde, wäre das relativ tricky. Das ist ein großer Vorteil dieses grafischen Verfahrens von Ortskurven, das Verhalten von Schaltungen daraus ablesen und gucken, wann werden welche Winkelbeträge minimal, maximal. Dafür eignen sich Ortskurven ziemlich gut.
Damit ist dieses Beispiel jetzt eigentlich besprochen. Wenn man jetzt schon ein bisschen was erfahren hat über duale Schaltung, dann kann man sich natürlich überlegen, die duale Schaltung zu dieser Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Kapazität wäre die Parallelschaltung von einem Widerstand respektive einem Leitwert und einer Induktivität. Und für die Induktivität schreibe ich jetzt auch mal die Admittanz hin, YL, das wäre dann nämlich auch 1 durch J Omega L. Und dann sieht man schon, das G entspricht dem R, das ZC entspricht dem YL, das 1 durch J Omega C entspricht dem 1 durch J Omega L. Aus der Reihenschaltung ist eine Parallelschaltung geworden. Diese Schaltung, wenn man von denen die Ortskurven konstruiert für die Admittanz und die Impedanz in Abhängigkeit von dem Leitwert G, wenn der sich ändert, oder in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz Omega, dann ergeben sich genau diese gleichen Konstruktionen auf beiden Seiten des Leitboards hier. Bloß, dass ich hier jeweils die dualen Größen hinschreiben muss. Also für die duale Schaltung wäre das genau die Admittanz in Abhängigkeit des Leitwertes. Das hier wäre auch genau die Admittanz der Induktivität. Das wäre die Stelle, wo das G gleich 0 ist, wo das G gleich 1 durch Omega L ist. In die Richtung wächst das G und hier hinten würde das G gegen unendlich gehen. Und dann das, was hier unten gezeigt ist, wäre jetzt die Impedanz-Ortskurve in Abhängigkeit des Leitwertes G, die sich eben aus 1 durch der Admittanz-Ortskurve in Abhängigkeit des Leitwertes G ergibt. Das G würde in die Richtung wachsen, hier oben wäre das G gleich 0. Hier unten ist die Stelle, wo das G gegen unendlich geht und das wäre jetzt die Impedanz der Induktivität, dieser Zeiger, der hier hoch zeigt. So, und das heißt, das sieht natürlich alles im Prinzip genauso aus, bloß mit den entsprechenden dualen Größen. Das kann ich jetzt auf dieser Seite auch nochmal machen. Das wäre jetzt der Zeiger des Leitwertes. Bei der Kreisfrequenz ändert sich nicht viel, aber das wäre die Stelle, wo die Kreisfrequenz sich ergibt aus 1 durch G mal L. Und das, was hier gezeichnet ist, wäre dann natürlich die Admittanz in Abhängigkeit der Kreisfrequenz. Und hier unten ist das genau das Gleiche. Das wäre wieder die invertierte Größe, die Admittanz in Abhängigkeit der Kreisfrequenz. An den Kreisfrequenzen ändert sich hier nichts, aber das hier unten wäre jetzt nicht mehr der Zeiger des Leitwertes, sondern ja, der Zeiger des entsprechend invertierten Leitwertes hier invertiert in einen Widerstand. Ja, und damit ist es auch nochmal eine schöne Demonstration des Dualitätsprinzips, wenn man die Schaltung verstanden hat und von der Schaltung Admittanz- und Impedanz-Ortskurven konstruieren kann in Abhängigkeit von dem Widerstand R oder in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz, dann kann man das natürlich auch genauso gut für diese duale Schaltung hier unten machen und bekommt dementsprechend genau die gleichen, nur eben dualen Ortskurven. Das, was mal eine Impedanz war, ist eine Admittanz und umgekehrt.